Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Quantum Break hier auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Daud. Ja, wir haben es jetzt gerade hier geschafft. Ich muss einen Ausgang finden und schon wieder was zum Lesen. Das ist mir echt zuwider. Irgendwie muss ich da hochkommen und da durch den Ausgang durch. Da hoch muss ich. Okay. Ja, und jetzt? Boah. So ein Lift fährt man nicht jeden Tag. Hallo? Schon lustig. Jack, lustige Spielereien. Ich habe hier Unterlagen zu einer Art Privatgala gefunden, die Monarch heute Abend veranstaltet. Heute Abend? Nach allem, was geschehen ist? Dort geht es wohl um ihre Pläne für die Zukunft. Serene hält eine Rede und auf der Gästeliste stehen nur Hochkaräter. Monarchs Elite, Top-Wissenschaftler, der Bürgermeister von Riverport und so weiter. Da stellt sich die Frage, warum ausgerechnet jetzt? Keine Ahnung, aber ich werde es herausfinden. Ja, die werden wahrscheinlich versuchen, irgendwas ganz dringend durchzuboxen. Und da muss natürlich so eine Gala sein. Okay, ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. So, und wo geht's jetzt zu den Trockendocks? Ein Elektroauto! Okay. Ich habe die Aktentasche, die wir im William Joyce Wagen gefunden haben. Hab sie im Container ausgeleert. Soll ich den Inhalt prüfen? Nein, nein. Serene will sich das zuerst ansehen. Also, Finger weg. Container. Das Containergebäude sollte jetzt Strom haben. Pauls Männer hatten sich die Aktentasche in Wills Wagen geschnappt und sie auf dem Tisch ausgeleert. Will hatte gesagt, dass er etwas aus seiner Aktentasche bräuchte, um den Riss zu stoppen. Ich fand nichts Besonderes, nur sein Handy und ein Schlüssel für den Bradbury Swimmingpool. Nichts, was einem ins Auge springen würde. Jack, hier ist Beth. Monarch hat gerade Aufnahmen erhalten, die deine kleine Freundin zeigen, wie sie in vertraulichen Dateien von Monarch herumschnüffelt. Das sollte man hier besser nicht tun. Amy. Ich muss zu ihr zurück. Nein. Ich werde sie einsammeln. Wo bist du? Bin auf dem Weg zu Paul, zu den Trockendocks. Serene hat keine Priorität. Ich hol dich da raus. Wir treffen uns an den Trockendocks. Kanal 1 ist die Frequenz von Monarch. Hör den Funk ab, um ihn einen Schritt voraus zu sein. Und Jack? Tu nichts Unüberlegtes. Verschlossen. Es muss einen anderen Weg dadurch geben. Gott! Das war knapp. Nice. HQ, es gab gerade eine Explosion in der Nähe der Gewinnungsanlage. Ja, rate mal, wer das gewesen sein könnte. Charlie, geh aus der Leitung. Striker-Team, Verteidigungsstellung um Ground Zero errichten. Verstanden. What? Ah. Manchmal vergesse ich einfach, dass ich mit der Zeit manipulieren kann. Manchmal vergesse ich das echte. Aber es sind halt geile Gimmicks. Hätte ich auch gern. Ich habe Wills Labor sofort erkannt, als ich die alte Werbetafel darauf sah. Den Bereich, den wir Ground Zero nennen. Es war klar, dass das Labor das Zentrum von Monarchs Operation war. Ich wollte sehen, was dort drin war. Und es schien der einzige Weg zu den Trockendocks und Serene zu sein.
Einer lungert da noch irgendwo rum. Oder auch nicht. Na, da kommen garantiert noch mehr. Na ja, natürlich. Durch das Fenster! Geschafft. Verstärkung nähert sich der grünen Zone. Greifen Ziel an. Oh nein. Zwei! Oh, komm schon! Fahrkünste, Jungs. Oh nein, das ist jetzt einer von denen. Paul hat für seine Männer diese Technologie entwickelt, um sich durch die Anomalien zu bewegen. Er wusste, dass es zu dem Riss kommen würde. Trotzdem versuchte er nie, ihn aufzuhalten. Ja, aber so imber sind die nicht. Die springen da halt durch die Gegend ein bisschen. Erzählt, was er in dieser Werkstatt tat, im Ground Zero? Nein, nie. Er versteckte diesen Teil seines Lebens vor mir. Nichts hatte mich auf diesen Wahnsinn, der mich dort erwartete, vorbereitet. Und selbst das war nur eine Einleitung zu den schlimmen Dingen, die später genau an diesem Ort passieren würden. Nice. Also, schau, allein die Waffe, die ich da jetzt habe, die liebe ich ja auch, diese Vector. Die habe ich auch immer gerne in Call of Duty gespielt, würde ich sagen. Was habe ich denn jetzt für Waffen? Schrotflinte ist auch nicht schlecht. Mir konnte ich die jetzt richtig gut nehmen. Ne? Es ist der einzige Weg. Das kann nicht normal sein. Zutritt strengstens verboten. Ich bin mir ziemlich sicher, das ist eher eine Richtlinie als eine Vorschrift. Was zur Hölle?
Was ist das? Was zur Hölle? Was ist das? Eine Kopplung. Das ist bereits geschehen. Richtig paradoxe. Was zum Teufel? Mann, da könnten Jahre für gehen und er merkt es nicht mal. Ich habe ganz ausdrücklich kupferkaschiertes Niob-Titan. Will. Eben. Er springt in die Vergangenheit und wieder in die Zukunft und ach, die ganze Zeit hin und her, ganz seltsam. Man kann es mit Worten nicht beschreiben. Will war weg, aber er war überall um mich herum. Dieses ganze geheime Leben, das er nie erwähnt hatte, alles, wovor er mich beschützen wollte. Es umgab mich. Ein Rätsel. Gefangen in zerbrochener Zeit. Wir dachten alle, er würde seine Forschungsgelder verschwinden. Seine Karriere aufs Spiel setzen, nur weil er von einem fehlgeschlagenen Experiment besessen war. Das ließ er uns glauben. Was er dort entwickelt hatte, war absolut kein Fehlschlag. Es funktioniert. Es funktioniert. Ist ja heftig. Das hat er alles selber gebaut, in seiner Freizeit, ja. Ich brauche für ein weiteres Jahr Forschungsgelder. Bitte, tun Sie das nicht. Wissenschaftler. Gegenmaßnahme. Ich hoffe bei Gott, dass es funktioniert. Will. Weg. Paul. Komm mit mir. Wir können das überleben. Du bist die Einzige, die sah, was ich gesehen habe. Tu's nicht, nein! Gib mir das Gerät. Was, wenn sie falsch liegen? Ich wusste, dass dort etwas völlig schiefgelaufen war. Aber es war verschlüsselt. Unmöglich zu lösen. Ja! 9. Oktober 2016, 7.31 Uhr. 3 Stunden? Was? Ich konnte es nicht ganz genau richtig lesen. Aber irgendwas wird passieren. Ist alles sehr verwirrend. Der muss auch die Zukunft gesehen haben, in dem Fall. Also sein Bruder muss auf jeden Fall auch die Zukunft gesehen haben, sonst würde der... Sonst hätte er es nicht verhindern wollen. Alle unbeantworteten Fragen, die ich hatte, wurden durch das, was ich in der Werkstatt gesehen hatte, noch bohrender. Die Ereignisse bei der Universität waren Teil von etwas viel Größerem. Etwas, was vor 17 Jahren begonnen hat. Absolut spannend. Okay, Trockendocks. Zu den Trockendocks. Bin fast da. Ich muss zu Paul gelangen. Oh je, ich mag den nicht, den Charlie Wincon. Also, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, man muss nicht zwingend gegen die Soldaten kämpfen, man muss einfach nur weitergehen.
gerade gegen die dicken, fetten Monsterviecher da, ey. Wir haben Kontakt! Etwas stimmte mit Paul nicht. Kronon-Syndrom. Er hatte seine Kräfte schon viel länger als ich, aber was war die Ursache? War ich auch krank? Oder war es seine Zeitreise? Ich wusste es nicht und es machte nichts von dem, was er getan hatte, weniger verabscheuenswert. 4 Schuss. Dicke Waffe. Ich muss jetzt gleich nochmal die Steuerung abchecken, gucken, was ich denn eigentlich für Fähigkeiten habe. Ich weiß, ich kann eine Explosion verursachen. Dann kann ich die Zeit im Prinzip so anhalten. Also in so einem Feld drin. Und dann kann ich schneller laufen. Aber das mit dem Schild, wie geht das nochmal? Ah, auf der Steuerung-Taste. Okay. Damit ich das raffe, bevor das Spiel komplett vorbeigeht. Ja. Jack, versteh doch, Will hat mir keine Wahl gelassen. Was ist nur mit dir geschehen? Kämpfen ist zwecklos. Du hast ihn umgebracht. Ich werde es dir erklären, wenn die Zeit reif ist. Wir sehen uns heute Abend auf der Monarch Gala. Gala? Die Zeit endet und du schmeißt eine beschissene Party. Wenn die Zeit endet, tut es mein Nein, Plan. Hier und jetzt. Ich gehe nicht doch, auf diese... das tust du. Ich habe es bereits gesehen. Was hast du gesehen? Was soll das alles? Auf Wiedersehen, Jack. Nein! Immer Augen offen halten nach solchen Dingern hier. Guck, in Ordnung. In dem Gebiet gibt's 1 von 7 Chronoquellen und ich habe bis jetzt in dem Gebiet nur 1 gefunden. Weil ich einfach nicht immer aufpasse. Ich muss immer mal wieder so gucken. Was gibt's denn da so Schönes? Aha. Nee. Die Waffen will ich nicht. Ich will die Vector behalten. Die Vector rockt. Oh, ein Hubschrauber. Ich höre es von hier. Scheiß. Heilige Scheiße. Muss ich denn lang? Weiter. Los. Ja, da geht's nicht lang. Aber es gibt keinen anderen Weg irgendwie. Mach dich klein, du Affe. Konzentrier dich. Oh, ich bin ein Jedi.
Mann, da wirst du erschlagen von so einer beknackten Kacke, ey. Ohne Witz. Okay, konzentrier dich, Jack. Konzentrier dich. Die Anomalien wurden heftiger. Es traten ohne Vorwarnung Zeitverschiebungen auf. Damals dachte ich, es könnte nicht viel schlimmer werden. Aber wir wissen, dass es das tat. Das muss wehgetan haben. Oh, fuck. Ich muss hier verdammt nochmal raus. What the fuck? Ach du Scheiße. Das war sehr knapp, Jack. Das ist ein verdammtes Labyrinth hier. Oh ne, da geht's in dem Fall nicht lang. Ah, komm. Triff dich mit Beth. Oh, da muss es aber lang gehen. Okay. Weiter. Och Mann, ey. Egal, machen wir hier erstmal einen Schnitt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es hier weitergeht, wie ich mal durch dieses scheiß beknackte Labyrinth an Zeitverschiebung und temporalen Lappen durchkomme. Abonniert meinen Kanal, liked das Video. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.